Es ist eine herausragende Landschaft an den Buchenegger Wasserfällen mit herausragenden Ausblicken und dem besonderen Nervenkitzel. 3 Stunden lang sind diese beiden mit Freunden aus dem Landkreis Miesbach ins Allgäu gefahren, um den Nervenkitzel zu erleben, 10, 15, 30 Meter zu fliegen und ins kalte Gebirgsbachwasser einzutauchen. Natürlich machen auch sie sich ihre Gedanken. Was kann schief gehen? Könnte auf dem Rücken aufkommen, auf dem Bauch aufkommen. Aber durch das, dass ich dann ein bisschen Blödsinn gemacht habe, ein paar Grimassen, habe ich mich abgelenkt davon und dann bin ich einfach gesprungen. Und das, obwohl es hier keinen Handyempfang für Notrufe gibt und auch kein Krankenwagen in die Nähe kommen kann. Da darf man nicht drüber nachdenken. Einfach los. Wenn man da drüber nachdenkt, darf man da überhaupt nicht hingehen. Klingt gedankenlos. Aber die meisten gehen wohl doch auf Nummer sicher. Denn obwohl hier schon seit Jahrzehnten gesprungen wird, hat die Bergwacht bisher wenig schlechte Erfahrungen gemacht. In unserer Zeit waren es jetzt 2 Einsätze, wo sich Gumpe-Jucker verletzt haben. Das waren dann Wirbelsäulenverletzungen. Aber in der Regel, die Masse bereitet sich darauf gut vor. Und unseres Wissens nach, die sind trainiert, die schauen, was man machen sollte, den Gumpen abtauchen vorher, weil nach jedem Hochwasser verändert sich die Kieslage oder Baumstämme werden mit reingeschwemmt. Da sollte man drauf achten. Verbieten könne man das Gumpenjucken eh nicht, sagt der Bergwachtler. Dafür werben wolle man aber auf keinen Fall, sagt der Tourismuschef. Es wird in Social Media natürlich von den Gumpenjuckern diskutiert. Es kommen Bilder rein, es wird drüber gesprochen und animiert. Aber das ist nichts, wo wir jetzt sagen, jawohl, das finden wir toll. Sondern wir sagen, nein, von unserer Seite ist gefährlich und wir möchten das nicht bewerben. Tja, aber wer das wilde Abenteuer sucht, der findet es auch weiterhin im Allgäu.